Kapitel 22, ein Halbblut als Thronfolger. Bartholomäus sah die Hand vor Augen nicht, so dicht war der Dunst in dem marmornen Badezimmer. In der Mitte stand eine Wanne auf goldenen Füßen, die bis zum Rand mit warmem Wasser gefüllt war. Der Duft nach Jasminblüten umschmeichelte Bartholomäus Nase, die Klänge von einem Streichquartett seine Ohren. Er ging direkt auf die Wanne zu, in der eine Frau mit kurzem, kastanienbraunem Haar, einem beachtlichen Busen und kräftigen Hüften lag und mit geschlossenen Augen der Musik lauschte. Letizia? Meinte Bartholomäus leise, als er 2 Schritte vor der Wanne stehen blieb. Die Königin öffnete die Augen und lächelte. Möchtest du mir Gesellschaft leisten? Fragte sie und rutschte nach oben. Bartholomäus bewunderte die kleine Schaumkrone, die an ihrer Brust hängen geblieben war, und er war geneigt, ihrem Vorschlag zuzustimmen, bis ihm wieder einfiel, warum er hier war. Henry hat mir soeben berichtet, dass Eilas Kind im Morgengrauen zur Welt gekommen ist. Es ist ein Sohn, wurde mir erzählt. Geht es Eila gut? Fragte Letizia besorgt, denn seit die Königin der Schattengilde ihr bei der Geburt ihres Sohnes geholfen hatte, hegte sie Gefühle der Freundschaft für die Elfe. Anscheinend schon, auch wenn sie noch nicht ihr Schlafgemach verlassen hat, geschweige denn ihr Kind präsentiert. Aber es ist fast Abend, draußen dämmert es bereits, sagte Letizia entsetzt. Ich dachte, wir sollten Eila unsere Aufwartung machen, meinte Bartholomäus und Letizia nickte, woraufhin sie aus der Wanne stieg und sich von ihrem Ehemann das Handtuch reichen ließ. Sie gab dem Streichquartett einen Wink und die 4 Elfen verließen mit ihren Instrumenten das Badezimmer. Im Schattenpalast war die angespannte Stimmung deutlich zu fühlen. Vor der Tür zum Schlafzimmer stand die Leibgarde der Königin sowie die Zofelien wie Zinnfiguren. Die Zofe mied den Blick jedes Einzelnen, denn sie wusste anscheinend mehr als alle zusammen. Bartholomäus ging mit seiner bekannten Direktheit auf die Zofe zu und hob ihr Kinn an, so dass sie ihn ansehen musste. Miss Lien, mir ist bekannt, dass ihr Eilas Hebamme wart, also wisst ihr, warum Eila sich in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen hat. Das war keine Frage, sondern eine Feststellung. Lien ging einen Schritt zurück, um seinem Griff zu entkommen. Ich habe die strikte Anweisung, niemanden vorzulassen, nicht einmal euch, Euer Majestät. Das ist lächerlich, sagte Bartholomäus und schob die junge Elfe beiseite, um sich dem Hauptmann der 12-köpfigen Leibgarde gegenüber vorzufinden. Dem König fiel auf, dass der Elf bereits die Hand auf dem Knauf seines Schwertes liegen hatte. Ich lasse euch nicht vorbei, zwingt mich nicht dazu, gegen euch kämpfen zu müssen. Seit wann wird in den Hallen einer Königin ein gleichgestellter König bedroht, wenn er unbewaffnet und im Sinne der Freundschaft kommt? Caswith wollte etwas erwidern, doch dann wurde hinter ihm das Tor einen Spalt weit aufgezogen. Halte ein, Caswith, lasse den König und seine Gemahlin ein, sonst niemanden. Wie ihr wünscht, Majestät, sagte Caswith und trat beiseite. Letizia und Bartholomäus betraten das abgedunkelte Vorzimmer, an welches das Schlafzimmer sowie die Ankleidekammer grenzten. Wo seid ihr? Fragte Letizia, und aus dem Schlafzimmer kam die Antwort. Also tasteten sich Bartholomäus und Letizia vor, bis sie bezagt das Zimmer erreichten. Bei dem großen Himmelbett stand eine Wiege, und daneben auf dem Boden saß Eila. Das gelöste Haar fiel ihr auf die Schultern, und sie trug nur das Unterkleid, welches Lien ihr nach der Geburt angezogen hatte. Das Bett war zwar frisch bezogen, aber anscheinend hatte Eila ihr Kind inspiziert, bevor die Zofe die Königin hatte fertig einkleiden können. So, nun seht ihr mich in meiner Schande. Ich entschuldige mich für die Unhöflichkeit, dass ich euch abweisen lassen wollte. Ich hätte ja eigentlich mit eurem resoluten Wesen rechnen müssen. Ihr habt geweint, stimmt etwas nicht? Ist euer Kind nicht gesund oder habt ihr Schmerzen? Gab es bei der Niederkunft Probleme? Fragte Letizia. Nein, nein, mir geht es gut. Mein kleiner Sohn ist auch gesund. Nun, was ist dann eure Sorge? Meinte Bartholomäus. Eila schluchzte. Es war klar, dass mein Kind ein Halbblut sein würde, da Niwe es gezeugt hat, aber ich hatte gehofft, dass es nicht so aussehen würde. Sie kippte ein wenig die Wiege, in der ein friedlich schlafender Säugling lag. Allerdings hatte er entgegen Bartholomäus Erwartungen runde Ohren und schräge Augen. Oh, meinte Letizia, die über den Arm ihres Mannes in die Wiege blickte. Eila nickte und wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen. Mir ist bekannt, dass ihr große Magie euer eigen nennt. Könnt ihr die Gestalt des Kindes nicht ändern? Fragte Bartholomäus.
Ich bräuchte die Hilfe von mindestens drei Elfen, aber ich traue mich nicht, auch nur einen zu rufen. Was habt ihr nun vor, wenn niemand dieses Kind sehen soll? Fragte Bartholomäus. Ich bleibe in meinem Schlafzimmer, sagte Eila trotzig. Na gut, sagte Bartholomäus und ging neben Eila in die Hocke. Soll ich eurer Zofe dann sagen, dass sie euch Bücher bringen lassen soll? Ich weiß nicht, wie alt die Elfen wirklich werden können, aber die Zeit könnte ziemlich lang werden, wenn ihr auf immer und ewig in diesem Zimmer bleiben wollt. Hört auf, mich zu verspotten, meinte Eila und blickte in die Wiege, woraufhin sich sogleich ein Lächeln ankündigte. Wie soll der kleine Mann eigentlich heißen? Fragte Letizia. Eigentlich hatten nur Wendelady und ich entschieden, dass er entweder nach meiner Mutter, wenn er ein Mädchen geworden wäre, oder nach meinem Vater benannt würde. Aber ich habe anders entschieden. Ich nenne ihn Pelnivor, was auf Elfisch Tapferkeit bedeutet. Er muss tapfer sein, damit er mit diesem Makel nicht im Spott der Gesellschaft untergeht. Pelnivor soll doch euer Nachfolger werden, oder? Fragte Bartholomäus und Eila blickte ihn erschrocken an. Natürlich, er ist mein einziges Kind. Ich würde meinem eigenen Fleisch und Blut nicht sein Recht als Thronfolger verwehren. Gut, dann möchte ich euch einen bescheidenen Vorschlag unterbreiten. Einer meiner Höflinge ist ein Elf, der von Geburt an stumm ist, wodurch er nichts über die vorige Gestalt des Kindes erzählen kann. Er ist äußerst vertrauenswürdig und ich weiß, dass er euch verehrt. Euer vertrauter Lord Delaley ist auch zugegen. Er ist uns auf dem Flur begegnet. Zu guter Letzt wäre Lady Miquelia die dritte Person, die ich für angemessen halte. Denn immerhin hat sie ja mit euch und Sir Niway das Fest verbracht, oder? Eila nickte. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ihr geht immer sehr direkt an Probleme heran, oder? Nun, sagte er seufzend und stand auf, wobei er Eila ebenfalls hochhalf. Ich fürchte, meine werte Gattin bewundert meine Direktheit nicht immer. Letizia lächelte und nickte. Seine Unverblümtheit hat mich schon manches Mal überrumpelt. Auch der Heiratsantrag, den du mir gemacht hast, war äußerst überwältigend. Ich fand das nicht unschicklich. Du hast mich aus meinem Schlafzimmer geraubt und die Hochzeitsnacht vorgezogen, ohne dass mein Vater auch nur geahnt hat, dass du um mich werben wolltest, meinte Letizia entrüstet. Ehe Bartholomäus etwas erwidern konnte, räusperte sich Eila. Ich danke euch für euren Besuch und wenn ihr so gütig wärt, darf ich euch um einen Gefallen bitten? Klar, erwiderte Bartholomäus. Würdet ihr den von euch erwähnten Höfling sowie Novendeleli und Miquelia zu mir bringen? Gerne. Wartet nur hier, wir kommen bald zurück. Letizia und Bartholomäus verließen die Gemächer der Schattenkönigin, um eine Stunde später, unterdessen war Mitternacht, mit den drei Elfen zurückzukehren. Nachdem sich alle drei versichert hatten, dass Eila wohlauf war, begutachteten sie das Kind. Ein hübscher Junge. Für einen Elf hat er allerdings eine recht dunkle Haut, meinte Nuven und Midikelia nickte. Was wir klären müssen, ist, was genau an dem Baby geändert werden soll. Die Ohren, antwortete Eila, denn die spitz zulaufenden Ohren waren neben den schräg stehenden Augen das wichtigste Merkmal an einem Elf. Auch die dunkle Haut? Fragte Nuven. Eila überlegte und begutachtete den Säugling, der nun wach war und mit großen graugrünen Augen zu den Erwachsenen hochstarrte. Es schien, als würde der Knabe wissen, dass für ihn etwas Großes bevorstand. Nein, die soll er gerne behalten. Es macht ihn besonders, und das ist ein Detail, das ihn nicht zwangsläufig als Halbblut kennzeichnet. Gut, wollen wir beginnen? Fragte Noven und Eila sowie Miquelia und der stumme Elf nickten. Die drei richteten ihre Energie auf Eila, die den Zauber leitete. Es war ein komplizierter Zauber, denn hier ging es nicht bloß darum, Materie zu verändern. Hinter den runden Ohren lagen ja auch die runden Hörorgane, die wie die äußere Form auch geändert werden mussten. Während die vier Elfen im Inneren des Schlafzimmers konzentriert waren, hatte Lien mit der Hilfe von Bartholomäus und Letizia alle Schattenläufer und die wichtigsten Adligen im Thronsaal des Schattenpalastes versammelt. Die Gesellschaft war sehr geduldig, denn erst als die Uhr fünf schlug und am Himmel die ersten feinen Sonnenstrahlen sich ankündigten, erschien Eila mit ihrem Sohn im Arm, um ihn zu präsentieren. Es ahnten alle, dass etwas mit dem Jungen nicht in Ordnung gewesen war, aber natürlich sprach es keiner aus. Stattdessen beglückwünschten sie Eila, die neben Letizia stand. Die Königinnen trugen beide ihren Sohn im Arm, wobei sich die beiden Frauen gegenseitig geholfen hatten. Theobald, wie Letizias Sohn genannt wurde, wäre ohne Eilas Hilfe nicht auf der Welt, und ohne die Hilfe von Letizia hätte Pelnevor die Schande des Halbblutes tragen müssen. Sie waren einander äußerst dankbar.
Thank you.